One Arm Devil Press. Wir platzieren das Gewicht auf einer Körperseite, in dem Fall auf der linken Seite, vor dem Fuß, gehen runter in den Burpee, platzieren dabei die Hand bei einer Dumbbell auf dem Gewicht, machen einen Burpee, Brust berührt den Boden, springen nach vorne, achten dabei darauf, dass wir mit den Füßen so breit springen, wie die Hände vorne sind, schwingen das Gewicht durch die Körpermitte in einem Snatch nach oben oder alternativ mit einem direkten Schwung, Arm bleibt fast gerade nach oben. Beim Runtergehen achten wir darauf, dass wir das Gewicht diagonal zur anderen Körperseite ablegen, auch nur mit einem Arm und dann mit dem anderen Arm weitermachen, weil es hier alternierend ist. Jede Wiederholung zählt. Und wie gesagt, achtet darauf, dass ihr beim Runtergehen auch nur mit einem Arm das Gewicht nach unten befördert und direkt zur anderen Seite legt. Wenn wir das Ganze mit der Kettlebell machen, können wir den Burpee ohne Berührung des Gewichtes machen, weil sich das bei der Kettlebell durch die Höhe des Griffes und die Stabilität der Kettlebell schlechter macht. Machen wir einen normalen Burpee, bringen aber das Gewicht auch wieder diagonal zur anderen Körperseite und schwingen dann alternierend mit dem anderen Arm jeweils durch. Das ist der One-Arm Devil Press.